Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Ja, was ihr gerade so schön gehört habt und gegen die Flugzeugscheibe geklopft habt, war Hagel. Wie es dazu gekommen ist, werden wir uns gleich zusammen anschauen und versuchen, das Ganze zu rekapitulieren. Ja, im Großen und Ganzen war es ein ereignisloser Flug von Mazamatrut in Ägypten nach Skopje. Wir bewegen uns hier am Maximum Endurance von der Maschine. Wir haben jetzt gut noch 30 Minuten zu fliegen und verlassen oder erreichen jetzt das griechische Festland, um dann gleich zu Mazedonien zu wechseln, um uns dort mit dem ILS-Anflug zu beschäftigen. Ja, hier sieht man jetzt auch das erste Mal, dass wir eine Bewölkung haben, in die wir einfliegen werden. Es macht jetzt an der Stelle auch keinen Sinn mehr, da rüber zu gehen, weil wir spätestens in 10, 15 Minuten auch mit dem Sinkflug anfangen wollen. Somit müssen wir da durch. Wir haben das Radar angeschaltet mit einem gewissen Tilt und versuchen dort die Bodenreflexionen von den Gewitterzellen zu unterscheiden. Und da ich noch sehr, sehr, sehr wenig Erfahrung mit dem Radar habe, wird das Ganze sehr spannend. Auf dem Stormcode sehen wir schon auf der 12 Uhr und 11 Uhr Position einzelne Blitze. Ja, davon ausgehend denkt man, dass alles, was links von uns ist, also Richtung Westen, frei sein sollte von unserem Wetter. Und auf dem Radar sieht das ja vor uns auch erstmal ganz hervorragend aus. Die nächsten 40 Meilen keine wirklich dramatischen Sachen, sodass wir hier erstmal den Kurs halten und gucken, was als nächstes passiert. Ja, Alternates sind in der Gegend auch nicht so richtig viele vorhanden. Wir brauchen ja immer eine ganz tolle Kombination aus internationalem Flughafen, also Einreise und Zoll, weil wir in die EU einreisen. Und wir brauchen natürlich Abgas. Wir haben nur noch eine beschränkte Menge Treibstoff an Bord, die uns jetzt auch nicht so viele Ausweichmöglichkeiten gibt, sodass wir den Flug erstmal fortsetzen und schauen, ob wir nach Skopje durchkommen. Ja, leider ist für diesen Flug die Audiodatei abhanden gekommen, sodass wir uns hier ganz händisch durcharbeiten müssen. Ja, in Flugrichtung sieht das Radar immer noch ganz entspannt aus. Wir haben jetzt auf der 11 Uhr Position, 10 Uhr Position weiter Blitze, aber in alle andere Richtungen sieht das Ganze ja relativ frei aus. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, um was weiter abzuspeeden, jetzt taucht etwas auf der 12 Uhr Position auf und auch ganz rechts, so zwischen 1 und 2, geht langsam etwas los. Jetzt können wir gleich vergleichen, ob dazu auch dementsprechend die Blitze angezeigt werden, ob das ein Wetterchen ist oder nur Gelände. Ja, man hat mit dem Radar nicht nur die Möglichkeit, horizontal zu scannen, sondern auch vertikal zu scannen, um sich dann einzelne Gebiete nochmal genau vorzunehmen, um zu schauen, sind die überhaupt über meiner Flugfläche oder nicht. Das habe ich hier versucht, allerdings hat man vorher nicht gesehen, wohin ich diesen Vertical Scan ausgerichtet habe. Die Möglichkeit hat man mit dem Cursor oben rechts, das entsprechend zu steuern. Ja, das vor uns wird jetzt ein bisschen weniger. Links taucht dafür auch noch was auf, rechts wird zu. Also jetzt sieht es schon richtig nach einer fast geschlossenen Geschichte aus, die auf die zufliegt. So, das Radar und auch das G600 haben jetzt die gleiche Auflösung. Dieser Kreis sind 40 nautische Meilen. Das Radar scannt auch 40 nautische Meilen, um halt eine gute Möglichkeit haben, das Terrain mit dem Radarbild abzugleichen. Und wie man hier schön sieht, kann man, glaube ich, diese Einbuchtung vor diesem größeren Hügel sehr gut erkennen, als auch links herum diese, ich sag mal, grün markierte Fläche. Passt das alles sehr schön. Das scheint also definitiv schon mal Ground zu sein. Und da es dahinter relativ steil wieder hochgeht mit den Bergen hintereinander, werden das die vielleicht beiden kleinen roten Popsel sein, die dort in der Mitte sind. Weil dahinter geht es dann auch wieder runter in das Tal. Das könnte, also ich meine, ins Tal kann er natürlich nicht gucken, aber das würde Sinn ergeben, dass es dahinter nichts gibt, was zu reflektieren ist, weil es nichts Höheres gibt. Ja, wie sieht es auf den Blitzen aus? Auf dem Stormscope, das sieht man hier ganz schön. Links ist doch schon eine ganze Menge los. Das wandert so langsam Richtung 10 Uhr Position. Wir haben aber auch nach wie vor oben auf 12 und 1 und 2 Blitze, die aber alle noch relativ weit weg sein sollten. Und jetzt ist halt weiterhin die Frage, wie kommen wir bei der ganzen Operation ran an die Sache. Wir haben jetzt die Wetterdaten gekriegt. Radar hat uns gerufen, hat gesagt, oh ja, yeah, we have really bad news. We have thunderstorms over the field, east of the field, west of the field. And please tell the attentions, please.
Und da wir hier sozusagen voraus gar nichts gesehen haben, was uns da jetzt so richtig im Weg ist, haben wir gedacht, naja, vorneweg geht's erstmal, da ist jetzt auch nichts ganz dramatisch nah. Das, was wir da auf unserer 11 Uhr Position haben, das umfliegen wir und dahinter können wir immer noch nach links drehen, um dann auf das ILS zu kommen. Ja, auch hinter diesem Hügel sieht es erstmal in Flugrichtung sehr gut aus, von meiner Interpretation her alles sehr frei. Es ist dann noch dieses kleine Valley links von uns, was frei ist, dann kommt der Hügel und dahinter ist das nächste Valley. Und wenn da irgendwas Höheres wäre, der Berg kann ja das Gewitter nicht abschatten, das wäre noch dahinter zu sehen, wäre dort auf jeden Fall. Ja, wir kriegen jetzt ein Heading, um das ILS anzuschneiden, nach links. Ich drehe dementsprechend jetzt ein. Und wir werden mal gleich sehen, wie sich das Radarbild dann anschließend verändert. Damit bedeutet es auch, dass wir auf die Blitze, die dort gerade so zu sehen sind, in der 11 Uhr Position eindrehen. Und jetzt schauen wir mal, was uns da so alles erscheint und was da so rauskommt. Jetzt muss man natürlich noch dazu beachten, dass die Kurve zwar theoretisch stabilisiert ist vom Radar, aber halt wirklich horizontal man doch eine bessere Möglichkeit hat zu beurteilen, was dann tatsächlich passiert. Ja, und jetzt haben wir wieder die Situation vor uns, so ziemlich auf der 12 Uhr Position ist das Valley, das sehen wir sehr schön am Boden. Wir sehen links zwei rote Punkte, den ersten und den zweiten. Die sind relativ isoliert, die könnten ein Gewitter sein. Da wir aber momentan in die Richtung gar keinen einzigen Blitz haben, würde ich davon ausgehen oder bin ich davon ausgegangen, dass es hier die Gebirge sind, die dort doch nochmal deutlich ansteigen, die Bergspitzen. Ja, dafür sieht es jetzt auf unserer 1 Uhr Position doch relativ übel aus. Da ist doch eine ganz anständige Menge an Blitzen. Die sind jetzt alle noch vor dem 40-Meilen-Ring. Das ist nämlich dieser kleine Ring auf dem Stormscope. Ist das sozusagen 50 Meilen und der zweite Ring sind schon 100 Meilen. Die sind also praktisch, wenn sie da sind, wo sie angeblich sein sollen, noch außerhalb unserer Radarreichweite. Ja, jetzt ist der erste Blitz da weiter links aufgetaucht. Da denkt man sich noch, naja, ein Blitzchen dort, das könnte jetzt auch eine Fehlzündung vom Auto sein. Das ist jetzt noch kein ausschlaggebender Punkt, aber jetzt poppt da schon mehr auf. Und allesamt deutlich außerhalb unserer Radarreichweite. Das können wir jetzt also gar nicht verifizieren, beziehungsweise die Blitze kommen ja nicht von ungefähr, da gibt es etwas. Wir haben also jetzt rechts diese deutliche Anzahl an Blitzen, links die deutliche Anzahl an Blitzen und wir halten jetzt genau auf die Lücke zu. Das Wetter zog an dem Tag von Flugrichtung jetzt gesehen nach rechts, also vom Westen nach Ost. Und wir werden jetzt einfach mal darauf zuhalten und schauen, ob wir durch diese Lücke durchkommen, da wir auch auf dem Radar in die Richtung erstmal ein ganz gutes Bild haben. So, jetzt machen wir das Ganze wieder ein bisschen schneller. Was auf unserer 12 Uhr, 1 Uhr Position ist, taucht mittlerweile auf unserem Radar rechts oben auf. Das kann man sehr schön sehen. Die Blitze, die auf deren 10, 11 Uhr Position sind, sind immer noch nicht für uns erfassbar, weil sie außerhalb der Radarreichweite liegen. Ich werde jetzt gleich mal umschalten auf den Vertical Scan, um zu schauen, ob das wirklich Wetter ist. Ja, jetzt richte ich den Cursor aus. Diese gelbe Linie dahin scannt er und dementsprechend schaltet er jetzt um. Und hier kann man sehr schön sehen, dass es da deutlich über unsere Flughöhe geht. Und somit müssen wir davon ausgehen, dass das auf jeden Fall ein Unwetter ist. Das passt auch zu den Blitzen. Das ist also sehr schön identifiziert. Ja, geradeaus ist es immer noch frei. Wir haben immer noch eine Lücke zwischen. Und auf die halten wir immer noch zu. Man sieht, das hat sich jetzt alles ein bisschen nach rechts verschoben. Und dafür kommen uns die Blitze aber auch immer wieder dichter, weil wir natürlich uns der ganzen Sache sehr deutlich annähern. Das sieht vielleicht jetzt auf dem Stormscope enger aus, als es in Wirklichkeit ist, weil auf den 40 Meilen vom Radar ist da doch eine ganze Menge noch an freiem Raum zu sehen. Ja, und das ist jetzt der Moment, wo die Sache anfing, doch ein bisschen sehr ungemütlich entspannt zu werden. Genau zwei Blitze tauchen auf in Flugrichtung, zwar auch weit noch über 40 Meilen entfernt, müssten so 80, 70 Meilen sein, aber auch bedeutet würde, dass dort sich Wetter aufbaut oder Wetter entstanden ist. Und was unser Ausweichen im Zweifel erfordert.
Jetzt sehen die, sag ich mal, Lücken doch relativ groß aus zwischen dem rechten System und dem linken. Aber wenn natürlich jetzt anfangen, diese Blitze sich sozusagen zu vereinen, die CBs, und vor uns zuzuziehen, hätten wir ganz, ganz wenig Optionen, uns irgendwo hinzuretten. Jetzt alles noch besser ins Verhältnis zu setzen, ändere ich den Maßstab vom Stormscope auch auf den gleichen wie von dem inneren Kreis vom G600 wie dem Radar, so auch das Stormscope. Das gibt uns zwar ein ganz bisschen weniger Fernsicht, allerdings ist die Fernsicht eines Stormscopes sowieso relativ schwach, weil es ja aufgrund der Stärke versucht zu ermitteln, wie weit dieser Blitz weg ist. Ja, jetzt ging es los. Jetzt hatten wir auch schon einen Blitz links an der Flügelkante fast, der innerhalb dieses 25-Meilen-Radius sein sollte. Wir haben rechts einen, der innerhalb von einer 25-Meilen-Radius ist. Und das ist eigentlich keine Entfernung, in der ich mich so richtig gerne zu einem Gewitter aufhalte. Dazu kommt aber positiv, dass vor uns das Radar immer noch relativ wenig anzeigt, dass die Hoffnung besteht, dass außer dem System rechts, was wirklich sehr umtriebig ist, wir dort irgendwie eine Lücke finden können, um dort durchzustoßen Richtung Nordwesten, um dann von hinten auf das ILS zu fliegen oder dort zu warten, bis das Wetter sich weiter Richtung Osten verzogen hat. Ja, ich lasse das Ganze jetzt wieder schneller laufen. Ich möchte aber ungern Sachen rausschneiden, weil sonst so ein bisschen der Flow verloren geht und die Position relativ zum Wetter bzw. der Flugweg. Also rechts, die Zelle ist vorbildlich, die finde ich ganz toll, die haben wir schön gesehen, die zieht jetzt an uns vorbei. Links dieser einzelne Blitz scheint auch nichts weiter zu sein, weil wir haben nichts auf dem Radar und so sieht es im Moment ganz, ganz ordentlich für uns aus. Wir haben dann Radar gebeten, uns Wetterinformationen zu geben. Die Auskunft kam dann auch, dass ein Jet gelandet wäre auf dem ILS und es wäre zwar bumpy, aber absolut machbar gewesen und okay. Leider hat es dort nicht für ein Wetterradar gereicht. Und auch da merkt man wieder den Unterschied, wie viel Support man bekommen kann und wie wenig Support es doch dann manchmal gibt. Ja, sehr hilfreich wäre hier an der Stelle auch das ADL gewesen. Leider hatte ich aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht die Möglichkeit, es zu nutzen. Und so ist es tatsächlich, wie Sebastian immer gesagt hat, mit so einem Radar arbeitet man wie mit durch einen Briefkastenschlitz, Wetter zu beobachten. Man kann halt nicht dahinter gucken, man kann nicht sehen, wie sich es bewegt, ob dahinter das total zu ist oder frei ist. Das ist alles ein bisschen mit Raten verbunden, selbst wenn man ein Radar an Bord hat und ein Stormscope. Jetzt komme ich auf die begnadete Idee, mal das ILS zu aktivieren, weil wir sowieso auf Radar Vectors sind. Und es ist fast schon todtraurig zu sehen, wie exakt die Blitze auf diesem ILS sich befinden, wie passend das Wetter sich dort draufgesetzt hat, sodass das für uns eine Area ist, wo ich nicht hin möchte. Grundsätzlich ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, weil sich die Ansatzsicht im 530 verändert hat. Man sieht zwar sehr schön das ILS, aber man hat nicht mehr den Gesamtspektrum-Sicht, sondern im Prinzip fast die gleiche Aussicht wie mit dem Radar und hat jetzt keinerlei Bezug mehr zu den anderen Blitzentladungen, die man eventuell noch aufnehmen könnte. Das wäre sicherlich klug gewesen, das zurückzuschalten oder es auf das ILS auf einem anderen Gerät zu laden. Da tauchen jetzt auch immer mehr Blitze auf dem ILS, sodass wir da ganz klar sagen, und da wollen wir nicht hin. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, uns hinter das Wetter zu setzen und zu warten, dass wir dort frei raufkommen. Ja, jetzt wird es sehr ungemütlich. Jetzt wird nämlich in relativ kurzer Zeit relativ viele Blitze erscheinen und diese Blitzeentladungen werden sich auch recht deutlich an uns ran operieren. Das ist hier jetzt von der Gesamt-Setup überhaupt nicht zu erkennen, wo das jetzt herkommen könnte oder dass es zu erwarten war. Das Radar ist frei. Ja, das System ist entweder dieses letzte Rest da unten rot, aber auch selbst davor ist ja nichts direkt am Flugzeug in den nächsten 10 Meilen. Allerdings geht es gleich richtig schön runter, bam, bam, und gleich geht nochmal eine nächste Rutsch los. Die kommen nochmal deutlich dichter, diese Blitze, jedenfalls von der reinen Anzeige her. Es ist dann tatsächlich so, dass man die Blitze auch gesehen hat, rechts von uns, manchmal sogar links von uns. Man hat dazu den Donner gehört. Das ist schon etwas sehr beängstigend in der Situation. Wir sind immer noch in Flugfläche 160. Wir hatten jetzt schon einmal Hagel abbekommen, was jetzt eistechnisch nicht so das Thema war. Wir hatten schon alles an, was wir an D-Eis mitgeschleppt haben. Das war aber auch hier nicht der Concern, sondern der Concern war eher, in richtiges turbulentes Wetter reinzufliegen.
Ja, das Radar vor uns schaut immer noch richtig gut aus. Wir fliegen jetzt auf Gebirge zu. Man sieht es auf dem G600 sehr schön. Und trotzdem ist das vor uns, naja, nur mal grün. Wir haben überhaupt keine gelben oder roten Stellen, sodass in Flugrichtung die Sache doch eigentlich ganz gut aussehen sollte. Und wir dementsprechend da lang auch unseren Flug fortsetzen, in der Hoffnung, dort nicht auf schlimmeres Wetter zu treffen. Ja, die Blitze haben sich immer noch perfekt aufs ILS gesetzt. Wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir hier vorankommen. Und wir hätten jetzt immer noch daran vorbei, um dann von Westen Richtung Osten den Localizer anschneiden zu können, damit wir dort ja, versuchen oder hoffen in der Zwischenzeit, das Wetter ist weg. Ja, wie man sieht, auf dem Radar ist gar nichts zu sehen, direkt vor uns. Also der nächste Blitz ist eine ganze Ecke weg. Das Radar ist soweit frei. Und trotzdem werden wir gleich durch den ersten Hagel durchbrettern, der faktisch wie aus dem Nichts kommt. Fängt alles ganz harmlos an, aber es wird gleich in mehreren Wellen immer wieder schöne Stärken und Spitzen geben. Bis jetzt zu langweilig war, jetzt wird es richtig spannend. Auf unserer 12 bis 1 Uhr Position tauchen die Blitze auf. Ich kann die auch jetzt im Nachgang nicht mit dem Radarbild in Einklang bringen. Ob das diese beiden roten Zellen da oben sind, ich glaube es nicht. Es ist irgendwie unklar, wo das herkommt. Gut hat sich das nicht angefühlt. Wir haben entschlossen, sofort nach rechts abzudrehen, Richtung Osten, um uns aufs ILS zu retten, weil die ganze Sache auch hinter uns extrem dunkel und düster war und wir jetzt hier nicht anfangen wollten, wild auszuweichen, war der Weg Flucht nach vorne bzw. nach unten. Ja, der ganze Hagel, der so schön den Soundtrack spielt im Hintergrund, der kommt tatsächlich nicht dadurch, dass wir durch den Zettel selbst durchgeflogen sind. Hagel kann man auch nicht erfassen mit dem Radar, das gibt nicht genug her von der Reflexion, sondern das ist das, was aus den Zellen neben uns rausgeworfen wird und auf uns runterprasselt. Der empfohlene Mindestsicherheitsabstand ist 20 nautische Meilen. Und man muss jetzt hier nicht groß rechnen, wenn man das rechts sieht. Wir sind deutlich zu dicht dran. Von oben würde wahrscheinlich, wenn wir deutlich unter diesem Pilz durchfliegen, das sehen wir hier natürlich noch nicht. Wir kriegen das halt nur auf den Kopf. Ja, das passt jetzt noch ein bisschen mit dem Hagel und es wird aber gleich schlagartig aufhören. Und dann haben wir das hoffentlich schon überstanden. Schön war es bis hierhin auf jeden Fall nicht. Ja, die Kursänderung hat doch ein bisschen was gebracht. Das Wetter ist schön nach Osten abgezogen und hat uns jetzt das ILS freigeräumt. Wir sind hier an dieser Zelle viel zu dicht dran mit den 10 nautischen Meilen. Aber es gibt uns auf dem Radar auf jeden Fall die Gelegenheit zu erkennen, wie diese Zelle wunderbar etwas abschirmt, nicht in dem Bereich hinter ihr. Dort wird es dann relativ schnell grün, beziehungsweise wir haben dort schwarze Flecken. Und das ist eine der Gefahren bei der Radaroperation, dass man glauben könnte, jetzt hinter dieser Zelle ist alles frei. Tatsächlich kann da alles Mögliche stecken. Das kann man einfach nicht sehen, weil die gesamte Energie dort absorbiert wird und nicht durchgeht. Ja, mental hatte ich mich darauf schon eingestellt, dass das ganze Flugzeug entlackt ist, ganz besonders natürlich vorne die Spitze vom Radar. Ich kann aber jetzt schon beruhigen, dass die tatsächlich genauso ausgesehen hat wie vorher. Die ganz, ganz genaue Spitze hat ein Stück weit was abbekommen, aber das war vorher auch schon ab, so dass ich glaube, dass das nicht das schlimmste Wetter war, in dem Svensken je gesteckt hat. Ja, was kann so eine tolle Sandstrahl-Hagelreinigung alles anrichten? Wir haben hier mal ein paar Bilder von einer Corvallis, die versucht hat, in Klagenfurt im Hochsommer bei einer extrem ja, doch Gewitterlage Richtung Norden abzufliegen.
Sie ist da rein in die dunklen Wolken, die habe ich mir nur aus der Luft angeschaut und war eine halbe Stunde später zurück. Das Ganze sieht jetzt doch recht deutlich aus. Die gesamte elektronische Enteisung ist zerschlagen worden. Vorne ist sie entlackt worden an den Flügelvorderkanten, an den Lufteinlässen vom Motor. All das hat schon mächtig gelitten. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein, was die Natur in kurzer Zeit anrichten kann. Jetzt kommen wir natürlich nochmal diesen Blitzen, diesem rechten System ein Stück weit näher. Auch hier haben wir wieder die Blitze sehr schön gesehen und auch gehört. Das Hören ist eigentlich genauso unangenehm von dem Donner wie der Hagel. Es ist schon recht einschüchternd, wenn man am Boden ist. Dort oben in der Luft möchte man es eigentlich gar nicht, überhaupt nicht haben. Ja, wir sinken halt ganz konstant. Wir können jetzt links noch ganz gerade so den Glideslope sehen. Also den haben wir wunderbar gecaptured. Das Schöne ist auch, dass der Autopilot die ganze Zeit mitspielt. Also der hat damit gar keine Schwierigkeiten gehabt, der Sache zu folgen. Auch den Turbulenzen hat er sehr gut standgehalten, sodass wir jetzt erst, als wir auf das ILS drehen, ich ihn ausschalten werde und das von Hand fliege. Das ist auch dann eigentlich fast noch der langweilige Teil der Veranstaltung, weil rechts das Wetter ist, wo es hin und wieder blitzt, wir aber dann in Flugrichtung doch das Recht frei haben. Was die Blitze angeht, allerdings sehen wir vor uns weiterhin diese rote, ja, teilweise magentafarbene Geschichte. Und hier müssen wir jetzt einfach mal sagen, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das Scorpio ist, was wir da links erfassen, oder der heftige Regenschauer über dem Platz, der tatsächlich ja angehalten hat bis zur Landung, oder ob es die Berge waren hinter dem Platz, who knows. Es geht auf jeden Fall jetzt ganz flott runter und dementsprechend werden wir auch gleich den Platz Visual haben und dann doch eine recht nette Landung machen können, bei doch recht ordentlichem Regen. So, da wir jetzt noch ungefähr 2 Minuten Zeit haben, bis wir landen, werden wir uns noch mal kurz dem Thema Eis widmen. Wir haben einmal schon alles angehabt, sowohl die Propellerheizung, Pitotheizung als auch Überziehheizung. Und die Propellerheizung ist besonders wichtig bei der 2-Mod, die rechtzeitig einzuschalten, weil wenn sich erstmal dicke Eisbrocken gebildet haben und man dann anschaltet, dann fliegen diese tollen Eisbrocken ab und die knallen dann gegen den Rumpf und machen hässliche Beulen. Ja, das hat man schon in VMC angeschaltet. Was nicht genutzt wurde, ist die Alternate Air für die Triebwerke. Dafür war es anscheinend nicht genug, weil sie haben keinerlei Anstalten gemacht, da irgendwelche Schwierigkeiten zu haben, was die Verbrennungsluft angeht. Und an war auch, beziehungsweise wir mussten 2-mal die Boots cyclen, wo dann aber auch gleich innerhalb von recht kurzer Zeit so ein Zentimeter Eis drauf war, der dann aber durch die Cycles hervorragend wegsprang und sich super gut gecleant hat. Und dann die Hagelgeschichten, da ist natürlich nichts hängen geblieben, das ging alles vorbei. Und später ging das dann in Regen über, sodass das Enteisen also eine Phase war von vielleicht 4-5 Minuten beim Sinkflug, wo man da tatsächlich drauf getroffen ist. Ja, jetzt haben wir immer noch das System vor uns, dieses Magenta-Tröpfchen. Wir folgen dem Localizer und dem Glideslope sehr schön. Man sieht, es plattert ordentlich auf die Scheibe. Das klatscht richtig was runter. Ansonsten muss man auch sagen, dass das Flugzeug extrem stabil mit dieser Situation umgegangen ist. Das war jetzt nicht irgendwie ja, besonders schaukelig oder besonders schlimm. Wir sind jetzt auch ein Stück weit über dem Glideslope. Das ist nicht das sauberste ILS, was ich je geflogen habe, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich jetzt gleich versuchen werde, die Klappen zu fahren und das Fahrwerk, weil ich aus unguter Erfahrung weiß, dass es später dann einfach mit der Speed nichts mehr wird, die Sachen rauszupacken. Und da ich ja noch ja, dieses tolle Ding vor mir habe, jetzt Klappen, die kommen jetzt, zack. Ja, da gibt es einen tollen Aufbäumoment und damit ist die Geschwindigkeit raus, das Fahrwerk hinterher. Und jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in einer Landekonfiguration. Natürlich muss ich jetzt dem Glideslope ein bisschen hinterherhetzeln und den Localizer wieder einfangen. Localizer sieht man auch schön nach rechts vertrieben. Natürlich kommt der Wind von links, aber das Ganze ist halt jetzt schon so gut wie Visual. Man sieht es im Video wesentlich schlechter als in Realität. Man hatte sehr viel Bodenkontakt und man hat sehr viel vorne raus schon gesehen, sodass es absolut nicht zu erwarten war, hier jetzt ein ILS bis ans Minimum zu fliegen. Und was natürlich eine Top-Sache ist und auch jetzt wieder sehr schön ist, ist unser Birdie und die Synthetic Vision, wo wir den Runway sehen. Das gibt einem einfach immer ein gutes Gefühl, dass man auch dahin fliegt, wo man hin soll.
Ich muss jetzt noch ein Stück weit weiter nach links ausholen, um das ein bisschen abzuleihen, weil ich mich halt immer wegtreiben lasse. Aber dafür, dass das gerade doch nervlich eine recht spannende Geschichte war, läuft das doch jetzt hier ganz gut runter. Na, jetzt sind wir schon mal mit Birdie auf dem Runway und jetzt werden wir uns auch gleich noch den Localizer schnappen. Und jetzt sieht man immer noch den starken Regen. Wir kommen durch die Berge. Das ist ja so ein Talkessel, wo Skopje liegt, in wirklich fast alle Richtungen richtig hohe Berge. Deshalb ist mit so einer Wettersituation dort doch recht häufig zu rechnen. Das ist nicht ganz trivial. Der Abflug gleich, wir sind nur ungefähr 35, 40 Minuten am Boden, wird auch nochmal spannend. Das ist eine komplett eigene Geschichte. Aber da kann man jetzt rückwirkend betrachten, haben wir uns doch schlauer angestellt und sind dem Schlimmsten aus dem Weg gegangen und haben dafür lieber eine längere Flugzeit in Kauf genommen. Ja, da unten jetzt die Magenta-Geschichte. Es ist wirklich alles Magenta, was man sich vorstellen kann. Es schüttet auch wie Sau, was man unschwer auf der Scheibe erkennen kann. Da unten ist jetzt der Runway, der so deutlich zu erkennen ist. Wir haben halt den schönen Wind, man sieht es am Crab. Wir fliegen schön schräg ran an die Sache. Aber das läuft doch alles recht stabil und ordentlich mittlerweile ab. Ja, ansonsten hat es dann ein bisschen nachgelassen zum Tanken, was ganz nett war. Ist nicht so viel Wasser in die Tanks reingelaufen dabei. Radar war so hilfsbereit wie möglich, aber technisch halt stark eingeschränkt. Da kann man von deutschen Controllern oder erwartet man von deutschen Controllern, nee, erwarten kann man nicht sagen. Man bekommt einfach mehr Hilfe und mehr Möglichkeiten dort rumzufahren. Das ADL hätte uns natürlich sehr geholfen, um einfach nochmal einen größeren Überblick zu haben, weil in 100 Meilen die Blitze zu sehen ist eine Sache, in 40 Meilen den Niederschlag zu sehen ist eine andere, aber dann doch dahinter zu sehen, ist da eine Lücke, ist da keine Lücke, ist es dahinter komplett zu, in welche Richtung zieht das ganze System, das gibt einem doch deutlich mehr Vertrauen in die Großkampfentscheidung bei solchen Anflügen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem mazedonischen Luftraum oder Skopje. Man braucht, um nach Skopje zu fliegen, eine Einflugerlaubnis. Das klingt viel, viel abschreckender, als es in der Realität ist. Das ist eine einfache E-Mail, worauf man in kürzester Zeit eine Bestätigung kriegt, die dann in CC an 25 andere Stellen geht, inklusive Slot-Koordination. Und bei der Anfrage braucht man auch nur so Sachen wie Kennzeichen, Gewicht, von wo kommt man, wohin fliegt man, wann kommt man und wann fliegt man dann wieder weg. Ja, Bodenzeit ist, wie vorhin angesprochen, sehr gut. Also zwischen 30 und 40 Minuten kann man hier tanken und wieder weg sein. Afgas kostet 1,30 € der Liter. Und hier die Besonderheit, es kann nur Cash bezahlt werden. In Euro oder in Dollar. Keine Kreditkarte, keine BP-Karte, nichts, einfach nur Cash. Ja, für so einen doch spannenden Anflug wird die Landung recht gut. Das war noch ein bisschen versöhnlich bei der Sache. Wie man auch jetzt sieht, rechts das Wetter bleibt da auch gleich bis zum Abflug. Das wird die nächste spannende Geschichte. Ja, wir rollen jetzt noch gemeinsam zur Tankstelle, dass wir die mal gesehen haben. Und da sollte man nicht zu dicht ranrollen, weil dann kommt man nicht wieder weg. Auch hier beim Rollen schon sagen, dass man zur Tankstelle möchte und welchen Treibstoff man will, sonst steht man natürlich auf einer Parkposition und kriegt Jet. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich sehr über eine ja, ausgeprägte Konversation über diesen Flugverlauf freuen. Ich persönlich bin dort nicht sehr zufrieden mit. Ich bin, was die Nutzung der vorhandenen Technik angeht, einfach nicht ja, im Ergebnis gut durchgekommen. Es war weitaus knapper geführt, als es hätte sein sollen. Und es hätte technisch und taktisch wahrscheinlich eine ganz andere Entscheidung viel früher gefällt werden müssen, als es tatsächlich passiert ist. Hinterher ist man immer schlauer, trotzdem Spaß hat es nicht gemacht. Man saß dann manchmal so ein bisschen da und dachte, okay, jeden Moment mal Blitz einmal und man wird wirklich getroffen und darauf würde ich gerne in meinem Fliegerleben verzichten. Ja, auf dem G600 sehen wir jetzt noch Safe Taxi, das ist ein ganz nettes Feature. Man muss dann einfach nur tief genug reinzoomen und dann kriegt man die Rollwege eingeblendet. Und dem kann man dann auch schön folgen. Das ist weitaus sinnvoller als die Karten, für das auch das Pilot 600 hier freigeschaltet ist. Die sind so klein und pixelig, dass es darauf nicht wirklich Spaß macht, sich zu orientieren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, Follower und natürlich Likes. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.